Ah ja. Oh, das ist ein anderer Eingang. So, ich würde sagen, wir töten jetzt die Ureinwohner einfach. Ja, Friedensgespräche haben ja nicht funktioniert. Was machst denn du? Bist du hier gleich runterfallen? Nee. Ich hab's ja auch zu spät gesehen. Einfach den amerikanischen Weg jetzt. Ach, schaut, da ist der Eingang. Wo ist der Eingang? Ach, da rechts. Da oben. Da wären wir normal reingekommen. Wir buddeln uns jetzt halt runter. Aber ist ganz gut, weil dann können wir jetzt mal hier... Ja, okay. Warte mal, wir können hier alles abbauen für unser schönes Zuhause. Warte mal, da ist noch ein Schamane da unten. Lass doch erstmal den Gegner kaputt machen. Na, okay. Oh, der wollte sich ergeben, glaube ich. Gib es nicht. Das ist ein Speer an der Wand. Ich habe das Modul, haha. Meins, alles meins. Nein, meins. Ich hab den Stick auf RAM, aber... hä? Achso. Ja, toll. Also ich tausche irgendwas gegen die Meta-Module, weil ich habe anscheinend aus der Truhe noch ein Meta-Module rausbekommen. Das ist doch Double Jump, Junge. Ja. Was war da drin? Was war da drin? Eine Spitzhacke. Ah, cool. Aber ich muss mir den Double Jump, da denke ich immer nicht dran. Das ist auch ganz cool, damit kannst du halt den Sturz abfangen. Ja. Wenn man... Boah, ich bin fast tot. Warte mal ganz kurz, ich muss noch erstmal mich heilen. Warte mal ganz kurz, sagt er, da hinten ist nur noch eine Truhe. Alles meins. So, ich muss jetzt hier mal die Spitzhacke tatsächlich... Wie equip ich denn die Spitzhacke? Genau, hast du ja schon. Hab ich schon? Nö, hab ich nicht. Was, wie equip ich denn die Spitzhacke? Du hast sie gerade in der Hand, also du musst ja auf eine Zahl wieder setzen. Ach so, das ist ganz normal wieder. Ah, okay. Okay. Ohohoho. Willst du mich verarschen jetzt eigentlich? Das ist halt nicht dein Ernst, ne? Alter. Die hatte ich schon, die war da nicht in der Truhe. Ja, das glaube ich nicht. Oh, das ist klar. Das ist unglaublich. Warte mal, ich glaube, ich kann den Raketenwerfer abbauen. Ja. Oh, das leuchtet voll cool. Coole Lichteffekte. Oh. Tja, ich habe jetzt wohl eine Taschenlampe. Oh, habe ich meine Taschenlampe weggeworfen, oder wie? Ich habe meine Taschenlampe weggeworfen. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich habe die Taschenlampe weggeworfen. Alter, ich kann halt echt mit dem Raketenwerfer abbauen. Alter, ich brauche unbedingt mehr Spitzhacken. Das ist unglaublich. Es ist so geil, mit der Spitzhacke einfach durchzufahren. Ich mache uns mal Licht. Ja, ist gar nicht mal schlecht. Da geht's gleich irgendwo runter. Das ist voll die gute Funzel, ey. Ja. Mhm. Na komm, stirb endlich. Weg mit dir. Okay. So, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt übrigens gar nichts für die Innenarchitektur unseres trauten Heimes mitgenommen. Dann nimm's doch mit einfach. Was haben wir denn hier? Ah! Ich habe einen Teleporter-Core gefunden. Au. Alter, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Hol ihn halt mal. Mach den halt weg. Ich habe meine Waffe nicht auswählen können aus irgendeinem Grund. Ich habe schon wieder... Warte, ich muss mal kurz Fackeln machen. Ich habe schon wieder keine Fackeln mehr. Halt. C. Es ist unglaublich. Torch. Craft. So.
Ach so. Ich habe jetzt angeblich Torches gecraftet, ich finde sie aber nicht. Ach, hier sind die Torches, okay. So. Ach man, immer diese Gegner. So, weg. Na, es ist so mies einfach. Weg. Weg. So. Okay, so. Nochmal kurz heilen. Nochmal kurz heilen. Ich muss das mal ganz kurz anders machen, glaube ich. Das ist denn eigentlich der nächste Rohstoff, den wir. Was müssen wir eigentlich gerade questtechnisch machen? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hier irgendwas abfarmen, glaube ich. So. Oh, ich muss immer noch einen Iron Anvil bauen. Den habe ich schon. Da bin ich durch tatsächlich. Ja, mein Crafting Table und alles ist ja auf unserem Heimatplaneten. Was? So, ich kann auch mein Schiff mal draufgehen. Was? Alter, was war das denn? Ich bin gerade auf einen Banditen gestoßen. Wie, was für ein Banditen? Ja, ein Banditen. Ein richtig Banditen? So ein Menschenbanditen? Ich habe 8 Meta-Module gefunden. Ja. Sehr gut. Gefällt mir. Du solltest öfters mit mir abhängen, da findest du das ganze coole Zeug. Vielleicht erzähle ich einfach nur nicht, was ich schon alles gefunden habe. Das glaube ich nicht. Ja, ich habe auch nichts gefunden. Weiß ich doch. Na komm, zack. Was ist das hier? Ist das Eisen oder was ist das? Ja, es ist Eisen. Okay, wir machen mal ganz kurz mit diesem hier. Es geht nämlich schneller. Oh, ich hätte gern tatsächlich diese blöde... Ich würde gern mehr Spitzhacken finden tatsächlich. Das ist echt total angenehm. Das ist echt cool, mit Spitzhacken das Ganze zu machen. Weil da kommst du viel, viel schneller voran. So, jetzt ist er kaputt. Sehr gut. Wo bist du gerade? Ich kämpfe gerade gegen Fledermäuse und ich stelle gerade fest, der Raketenwerfer ist gar nicht so gut, wenn man gezielt schießen will. Ist ja, dem so. Raketenwerfer auf die 5 und Schwert auf Standardangriff. So. Okay. Jetzt kämpfe ich auch wieder mit Schwert, weil... Also ich muss sagen, das Schwert ist viel cooler, finde ich. Aber ja, ist es auch. Das macht weil das ist, macht irgendwie... es macht mehr Damage. Die andere schießt halt, er schießt halt öfter tatsächlich. Aber du hast halt das Problem, dass du halt, dass du den wenigen Damage, den du halt machst, musst halt irgendwie kompensieren dann. Tatsächlich. Oh! Was denn? Ach du Heil, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Was hast du gemacht? Ich bin in eine Grube reingefallen, wo irgendwie 20 Roboter und 50 Pilze waren, gefühlt. Aha. Du hast halt einfach nicht drauf, hätte ich gesagt. Ich bin einfach zu abenteuerlich. Sagt der, der vorhin einfach in den, einfach in die Lava gefallen ist. Ich muss das mit dem Doppelsprung echt angewöhnen. Von du kommst halt echt an Orte, wo du halt vorhin nicht hingekommen bist. Oder halt mit großem Aufwand nur. Oh, da hat's mich noch erwischt. Oh, was haben wir hier? Eine leere Kiste. Da warst bestimmt du wieder. Kann ja gar nicht sein. Aua. Oh, ich bin fast tot. Hihi. Ach so, cool. Okay, hier habe ich jetzt auch nochmal. So. Geh mal zu deinem Schiff. Ich muss nämlich jetzt hier mal ein Iron Anvil bauen. Mach das. Was ist mit mir jetzt los? Also, ich dachte, irgendwas Komisches ist mir jetzt passiert. Ach Mist, ich brauche Iron Bars. Was ist denn das da unten? Das ist irgendeine komische, Flüssigkeit. Wenn man da reinspringt, dann springt man so niedrig.
Ach so, ja, das ist das Teer oder so. Ah. Und es ruckelt schon wieder ein wenig. Ich habe schon wieder eine Waffenkiste gefunden und die war mal wieder leer. Ich hasse dich. Oh, sag mal, ach so, ja. Ja, gern geschehen. Aber wie bist du jetzt weiter mit der Quest gekommen? Weil du musst ja jetzt 20 Core Fragments und dann deinen Ship Thruster reparieren. Ja. Das hast du ja schon getan, oder nicht? Ja. Musst halt bei dir wahrscheinlich machen, oder? Keine Ahnung. Ja, aber ich habe das gemacht, bevor ich die Quest hatte. Aber das hast du doch genauso gemacht. Du hast doch den Iron Naja, aber danach habe ich das. Ich habe das Ding danach gekriegt. Also der das gecheckt hat, aber dem mir danach das Achievement gegeben dafür. Also dass es abgeschlossen, ist. Ach so, ja, dann muss ich mal wahrscheinlich nochmal auf mein Schiff gehen. Das ging dann relativ simpel eigentlich. So. Ich muss mal das Ding jetzt dann upgraden, das Modul dann. Nee, ich versteh's nicht. Bei mir kommt gerade nicht der nächste Quest-Erfolg. Ich habe eine Karotte gefunden, aber ich habe keinen Inventarplatz mehr. Eine Laserdiode habe ich gefunden. Sehr geil. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Aha, okay. Ich habe ein Upgrade-Modul habe ich gefunden. Sehr geil. Aber ich muss hier irgendwas muss ich mal wegschmeißen, glaube ich. Ach, warte mal. Ich kann die Bandagen kann ich doch bestimmt hier drauf schmeißen, ne? Ja. Jetzt hast du die Karotte genommen, oder wie? Natürlich! Dann haben wir die Karotte geklaut. Naja, du hast mir einfach die Karotte geklaut. Naja, das so. Ist dann. Kannst du mal kurz da bleiben? Dann gehe ich mal kurz aufs Schiff hoch. Und mach upgrade mal mein Modul. Du hast schon den. Achso, das sind wahrscheinlich die Banditen, von denen du gesprochen hast, oder? Warte. Die habe ich schon getötet eigentlich. Also das müsste eine neue sein. Wie kann ich denn das Modul jetzt upgraden hier? Ja, das... Ach hier, Manipulator-Modul. Das kann einfach ja, craften, genau. Oder wie? Genau, du musst das eine erst craften und dann gehst du zu dem Computer und dann sagst du Upgrade und dann funktioniert das irgendwie. So, ich habe jetzt das Modul habe ich jetzt da. Was mache ich jetzt? Na, dann geh einfach zu dem PC, also zu deinem Bordcomputer und dann sagst du, du willst es upgraden. Let's talk. Upgrade MM-Power. Ah, hier, okay. Success, your Matter Manipulator has been upgraded with increased mining power. Okay. So. Interessant. Ah, von den Banditen musst du aufpassen, die sind echt stark. Ja, die eine habe ich jetzt gerade schon getötet, aber irgendwie. Du musst hier anfangen, mal viel mehr auszuleuchten. Ich klebe einfach mit der Nase am Bildschirm, dann geht das auch. So, mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Naja, so viel schneller geht's auch nicht. Ein bisschen. Ah, Sand, verflucht. Ich hab einen Diamanten. Guck schon wieder. Was? Au, meine Truhe. Alter! War nur Torches. Das ist unglaublich. Oh, leuchtet was. Ah, da ist wieder ein Bandit. Das sind lauter Banditen. Das ist ja mal eine komische Welt. Das sind antike, was weiß ich, Ruinen. Und da drin sind aber voll die modernen Banditen. Bestimmt hier Tomb Raider. Tja. So. Huch, Truhe. Teleporter Core. Hab ich jetzt auch. Nein, schon wieder tot. Ja, ich hab mein Leben nicht im Blick gehabt. Ich hab's mal getötet. Ja, der Captain muss auch mal ein bisschen was machen. Auch mal was machen ist gut. Ich brauche aber viel mehr Iron eigentlich und alles. Ja, ich finde ja auch irgendwie keine Diamanten oder sowas. Ach, hier sind Diamanten.
Meins. Nein, ich hab'n. Hey, cool. Ich will diesen Sessel für unsere Wohnung, aber... Alter! Mann! Boah. War das eine Tür? Ja. Wir gehen nie wieder runter. Wo ist die Tür hin? Hast du die schon abgebaut? Nö. Was war da in der Truhe? Ich sag ich dir nicht. Eisen war drin. Wenn du mit der Tür spielst, sammle ich den Diamanten ein, ja? Ja, mach. Sogar keiner. Alter Lügner. Doch, da war doch einer da. Habe ich aber schon abgebaut. Da hast du jetzt aber Glück gehabt, dass du das überlebt hast. Naja, das ist schon, ich bin schon ziemlich gut. So, Smooth Tom Brick, okay. Naja. Oh, mein Inventar ist langsam voll. Ja, meins cool. Ist auch voll. Banditen-Outfits. Ja, habe ich auch schon eins. Ja, aber das will ich nicht, kannst du haben. Ich habe ja schon eins. Ach verdammt, jetzt soll ich so aufgucken. Fick damit. Schon wieder auf Kurven machen, Mann. Ich schmeiße mal in die falsche Richtung. Hey, Wiese. Hey, Erde. Und irgendwas Rotes. Das ist unglaublich, was du für ein Glück immer hast, ey. Tja. Hey, die Pilze kannst du ernten. Also mit E abbauen. Ach so, ich hab die gerade kaputtgeschlagen. Oh, es ruckelt hier gerade ein bisschen. Ja. Naja, wir müssen tiefer gehen. Noch tiefer. Mushroom Block, das sind tatsächlich Pilze. Sind wir hier gerade im Märchenland? Juhu! Hey, aber hier ist ein Iron. So. Hallo! Interessant. Ich buddel mich mal nach unten einfach. Mal gucken, wo es hinführt. Na, ich glaube, das ist gerade. Ah, ne. Tarball, aha. Tar ist doch der, oder? Ja. Ah, Junge, ich will jetzt Kupfer. Aua. Och, mei. Oh, Leben. Und deine Leben waren ein bisschen low gerade. Okay. Kannst du mal kurz da bleiben? Ich gehe mal aufs Schiff zurück. Sofern das geht. Ich will ein paar Sachen ins vom Inventar mal wegpacken. Ja, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Naja, das kannst du gleich machen. Bleib du mal unten, dass wir da wieder hinkommen. Und dann kann ich hier mal die Sachen hier mal wegpacken. Weil ich halt so viel Schrott auch mit mir rumschlepp. Kann ich da nicht doppelt draufklicken einfach, dann ist es weg. Wofür ist eigentlich die Nahrung da? Na, Leben heilen. Ach so. Brauche ich aber, ich mache immer Bandagen, mache ich immer. Wobei die langsam aber sicher auch zu Neige gehen. Ich glaube, ich nehme die Nahrung, nehme ich dann... Ach nee, das sind Seeds. Warte mal, das sind Seeds. Tomaten. Okay, die kann ich essen. Dann habe ich hier noch Module. Ich räume jetzt gerade mal ein bisschen mein Inventar leer. Das dauert jetzt mal kurz eine Minute. Okay. Ist immer nicht so spannend. Ich schmeiße das einfach mal irgendwo alles hin, tatsächlich, dass es halt weg ist. Aber dann habe ich zumindest mal alles weg. Blue Petal. Aha, was es hier nicht alles gibt. Meistens, wir müssen auch noch ein Feld anbauen, dann Pearl Peels, Laserdiode habe ich zwei Stück. Plan. Ich würde eh vorschlagen, wenn wir dann uns ein bisschen mit Ressourcen voll gemacht haben, dann cool. Bauen wir mal wieder ein bisschen weiter an unserem Heimatplaneten rum. Ja, was habe ich denn hier? Shade Cone, Nebula Wrecker, Hammer, Zweihänder. Okay, das ist praktisch die Waffe, die ich dem Ding abgenommen habe, dem Banditen. So, Cooper. Ich glaube, Ding. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ach ja. Hä, wo bist du jetzt hin? Nur 2 Meter weiter rechts. Achso. Es ist sehr interessant. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so vielseitig ist. Ja, wir haben ja immer noch fast nichts gesehen. Also. Ja.
Wie ist das eigentlich mit dem Planeten, wenn du einen FTL-Drive dann hast? Kannst du praktisch dann durchs ganze Universum fliegen, oder wie? Ja, das ist, glaube ich, relativ zufallsgeneriert immer und kannst auch in jede mögliche Galaxie reisen. Okay, das ist cool.